Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Heute direkt aus Oberursel bei Frankfurt und wir präsentieren euch den neuen Volvo V90. Für diejenigen von euch, die Ausfahrt TV noch nicht kennen, das erste Mal dabei sind, bitte bei YouTube einmal in den Beschreibungstext des Videos gucken. Ganz nach unten scrollen, da habe ich eine kleine Anleitung für euch zusammengefasst, wie ihr das meiste aus meinem Format herausholen könnt. So, hinter der Kamera, ihr seht es schon, es bewegt sich alles, aber sehr smooth. Das ist Eik Friebe, der mir freundlicherweise von Volvo als Kameramann zur Seite gestellt worden ist. Ja, Sprung zurück in die Vergangenheit. Zwei Dekaden lang hat Volvo den V70 angeboten. Da war jetzt schon ein bisschen angestaubt. Da wollten wir mal ein bisschen frischen Wind sehen, ne, bei Volvo. Und Volvo ist ja 2010 von Ford verkauft worden an den Chinesen. An die chinesische oder an das chinesische Automobilunternehmen Geely, ein Konzern. Und unter chinesischer Führung haben sie schon ein Auto vorgestellt. Und der ist wirklich super eingeschlagen. Der Volvo XC90, also nicht eingeschlagen im Sinne von Unfall, sondern einfach, der ist wirklich überall gut angekommen. Wir haben dazu die Weltpremiere begleitet, wie auch ein Review im Kanal und beides läuft immer noch hervorragend. Ja, jetzt reden wir aber über den V90. Volvo hat den V90 in Genf das erste Mal gezeigt. Gebaut wird er übrigens in Göteborg und er basiert auch auf der SPA, der skalierbaren Produktarchitektur von Volvo. Das erste Auto auf der Architektur basierend war der XC90 und lustigerweise der XC60, der dann ja auch bald kommen wird, basiert ebenfalls auf der gleichen Architektur. Die haben sich also einen schönen Baukasten gebaut, aus dem sie die unterschiedlichen Fahrzeuge bedienen können. Gut, ab dem 22. Oktober könnt ihr dieses Auto auch beim Händler bewundern und Probe fahren. Das solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Der Volvo V90 kostet übrigens im Schnitt 3.000 Euro mehr als der S90, die Limousine. Gut, also wir haben hier den V90 als Kombi im Segment der oberen Mittelklasse und somit die deutschen Premium-Mitbewerber Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell, BMW 5er Touring, Audi 6 Avant. Ja, ich sagte Audi, richtig. Ich würde noch den VW Passat Variant dazu zählen und auch ganz gerne nochmal den Skoda Superb Kombi dazu schieben. Das ist so das Segment, in dem wir uns hier bewegen. Ja, Volvo bietet den V90 aktuell mit 3 Dieseln und 2 Benzinern an. Aber eine Sache ganz kurz vorab. Haube habe ich aufgemacht, ihr habt gesehen, hier Haubenlift, ne? Zwei Gestänge an der Seite. Wenn ich den zu weit drücke, weil ich hier mit euch spreche und mich konzentriere, wird mir der Arm ganz schön lang. Und jetzt mal ernsthaft, ne? Ich bin der Durchschnittsdeutsche Jan, 1,80 Meter groß, 1,78 Meter vielleicht, ne? Ich schrumpfe ja schon wieder. Und da frage ich mich, ich habe ja einen Kollegen zum Beispiel, den kennt ihr alle, der ist auch ein bisschen kleiner als ich. Ja, hast du verloren, ne? Aber die Schweden sind ja ein bisschen größer als wir gebaut, ne? Die Wikinger. Naja, komm, lassen wir das mal. Also, wir wollen über Motorisierungen reden. 3 Dieselmotorisierungen bei Volvo heißen die, der kleinste Diesel D3, 150 PS. D4 eine Nummer größer, 170 PS. D5 dann 235 PS. 2 Benziner dazu, der T5, damit steigen wir ein, 254 PS. Und der T6, 320 PS. Bei allen 3 Dieselmotorisierungen kann man wählen zwischen Frontantrieb und Allradantrieb. Beim kleinen Benziner gibt es den nur als Frontkratzer und den großen Benziner gibt es wiederum nur als Allradfahrzeug. Geschaltet wird bei den kleinen Dieseln standardmäßig erstmal mit einer 6-Gang-Handschaltung. Optional kann man sich da auch die Geartronic bestellen. Bei den beiden Benzinern ist automatisch die 8-Gang, ich habe gelernt, die 8-Gang Geartronic dabei. Wir haben hier verbaut einen 2-Liter Vierzylinder. Nicht nur hier in unserem Testwagen sind immer 2-Liter Vierzylinder bei Volvo jetzt am Start. Wir haben den T5 mit 254 PS. Der hat ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmeter. Die liegen zwischen 1500 und 4800 Umdrehungen pro Minute an. Den T5 gibt es nur mit Frontantrieb und serienmäßig ist die 8-Gang Geartronic, das Automatikgetriebe, dabei. Und jetzt heißt es wieder: Fakten, Fakten, Fakten.
für euch da draußen. Der Volvo V90 T5 beschleunigt von 0 auf 100 dank Automatik in 7 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 230 km/h. Der Volvo V90 T5 verfügt über einen Tankinhalt von 55 Litern. Beim Neftsverbrauch laut Volvo von 6,8 Litern super auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 800 Kilometern kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Volvo mit 154 Gramm pro Kilometer an. Der Volvo V90 ist 4,94 Meter lang bei einem Radstand von 2,94 Meter. Er ist 1,48 Meter hoch und misst in der Breite 1,88 Meter. Von Außenspiegel zu Außenspiegel ist er 2,10 Meter breit. Der Wendekreis des Volvo V90 beträgt 11,80 Meter, wobei abhängig von der Radgröße kann er bis zu 12,2 Meter betragen. Das Leergewicht ist mit 1.933 Kilogramm angegeben. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 2.400 Kilogramm. Der preiswerteste Volvo V90 ist für 42.450 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 56.900 Euro. Ich habe den mal konfiguriert, aber nicht unbedingt so, wie wir ihn haben, sondern habe einfach mal versucht, volle Hütte hinzukriegen. Dann liegt er bei 76.640 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 16, Vollkasko 26 und Teilkasko 22. Volvo bietet den V90 hier bei uns in Deutschland in 4 Ausstattungslinien an. Natürlich haben wir die höchste gekriegt, nennt sich Inscription. Parallel dazu, aber ein bisschen tiefer angesiedelt, ist noch das Air-Design, diese sportliche Ausprägung. Dann hat der Wagen auch nochmal eine andere Front, einen anderen Kühlergrill, ist noch ein bisschen sportlich aggressiver aufgestellt. Generell im Vergleich zum V70 stelle ich erst gar nicht an, was hat sich geändert. Es ist ein komplett neues Auto natürlich. Und ich finde es persönlich, das muss ich ja immer differenzieren, ne? Persönlich finde ich, dass Volvo echt einen verdammt guten Job macht. Schon mit dem XC90, der hat mir gut gefallen. Und den V90 finde ich persönlich noch viel schöner. Also der ist wirklich richtig klasse geworden. Ist halt jetzt hier nicht mehr 2 Schuhkartons aneinander gebunden, großen und einen kleinen, ein paar Räder dran geschraubt und fertig ist der Volvo. Sondern das ist wirklich schön geworden hier, ne? Auch die Front. Kleiner Schwenk, ne, in der Pressemitteilung, der Kühlergrill in Wasserfalloptik. Nee, aber ist so nach innen gewölbt halt. Kann man durchaus machen, oder? Was sagt ihr denn zum neuen Volvo-Design? Hier vom V90 würde ich gerne wissen und ganz kurz eingestreut. Wir haben heute hier einen Tag Produktionszeit, ne? Nicht irgendwie 2 Tage wie hin und wieder mal. Wir müssen das Ganze also ein bisschen straffen. Somit war meine Vorbereitungszeit auch etwas kürzer. Ich kriege den S90 allerdings als Testwagen im Januar und den werde ich dann nochmal ein bisschen ausführlicher machen, auch was das ganze Design angeht, okay? Ja, lass uns mal einen Blick auf die Scheinwerfer werfen. Scheinwerfer werfen. Super Einstieg, toller Moderator. Wir haben hier die Voll-LED Active High Beam Geschichte. Die kann man als Paket bestellen. Ich gestehe, ich weiß nicht, was ohne dieses Paket verbaut ist. Aber mit dem Paket haben wir halt nicht nur Voll-LED-Scheinwerfer, sondern auch LED-Nebelscheinwerfer, aktives Kurvenlicht, Abbiegelicht, ein Fernlichtassistent ist dabei und so weiter und so fort. Und natürlich, das Allerwichtigste, fast vergessen, wir haben wieder das LED-Tagfahrlicht in der Form von Thor's Hammer. Es ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Die Scheinwerfer sind wesentlich schmaler als beim XC90, aber die Signatur ist halt ähnlich, denn auch schon der XC90 hat ja Thor's Hammer mitgebracht. Ich möchte euch einen kleinen Augenblick einfach mal die Seitenansicht genießen lassen, bevor ich ins Bild renne. Einfach mal wirken lassen. Aus der Pressemitteilung eine extrem lang gezogene Motorhaube vorne und eine sehr hohe Schulterlinie ergeben ein sehr gestrecktes Design. Ja, ist richtig, oder Alk? Ja, sieht Alk ganz genauso. Ist nochmal einen Schritt zurückgegangen, glaube ich. Die Farbe hier, damit fangen wir ja immer an, heißt Mussel.
MUSSEL Blau Metallic, kostet 960 Euro Aufpreis. Ist eine von 12 Farben, die ihr wählen könnt. Überhaupt keine Pop-Farben dazwischen. Alles ein bisschen gedeckter, finde ich zumindest. Schwarz-Weiß gibt es ohne Aufpreis. Also quasi kostenlos als Lackierung. Ja, 960 Euro, aber ist ja auch ganz schön viel Auto, was da lackiert werden will. Gut, was ich dann noch imposant finde, der Wagen hat eine Bodenfreiheit von 15 cm. Hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, aber ich habe just ein Review vom Nissan Qashqai abgedreht und weiß noch, dass der 18 cm hatte, also gerade mal 3 cm mehr. Der Qashqai ist ein SUV und das hier ist ein Kombi. Da wisst ihr, in Schweden baut man Kombis vielleicht auch ein bisschen höher halt, ne? Oder der Qashqai ist gar nicht so hoch. Ja, so sieht das aus. Gut, die Felgen, ich hocke mich mal hier brav hin. Das sind 20 Zöller. Bei der Ausstattungslinie Inscription sind aber eigentlich nur 18 Zöller dabei. Die sind also aufpreispflichtig. Ich meine mich zu erinnern, etwas über 1000 Euro kosten die extra. Sind hier bezogen mit Pirelli P0, also Sportreifen sogar, in den Dimensionen 255, 35, R20. Ich tue mich ja immer sehr schwer mit so einem Kombi-Heck. Genauso wie mit dem SUV-Heck oder mit dem Limousinen-Heck. Weil irgendwie sind die immer gleich. So vorne hast du ja immer noch so Spielereien. Hinten sieht für mich meistens alles gleich aus. Auch wenn die Designer sich da natürlich eine Menge bei gedacht haben. Aber wir fangen an oben. Ne? Kleine Pommes-Theke, also schon ein ziemlich großer Dachkanten-Spoiler. Darunter die dritte Bremsleuchte. Was ich dann nochmal ganz schön finde, Volvo steht ja für diese hochgezogenen Rückleuchten, ne? Die bis zum Dachkanten-Spoiler ziehen. Hier haben sie diese Schulterlinie, die endet ja im Rücken. Licht, macht dann aber hier noch mal so einen Schwung nach oben. Das finde ich schon mal ganz schön. Was ich nicht so schön finde, ist, dass die Rückleuchten nicht volle LED-Rückleuchten sind. Ne? Ich tue mich ja immer schwer, weil ich kann ja schlecht im Auto sitzen, alles bedienen und trotzdem gucken. Kann man nicht dann im Nachgang machen. Aber wir haben eben mal so ein bisschen Warnblinker angemacht und da blinkt ein herkömmliches Birnchen. Ich war schockiert. Also hätte ich gedacht, dass jetzt hier schon voll LED am Start ist. Ja, wir fahren den T5, das haben sie auch nochmal draufgeschrieben. V90 im Übrigen. Jetzt könnte ich nochmal kurz erwähnen, hier ungeschützte Rückfahrkamera wollte ich aber gar nicht, sondern einmal kurz auf die Auspuffblenden hier eingehen, die ja ziemlich massiv sind. Ne? Also so massiv, dass mein ganzes Knie die gar nicht verdecken mag, aber es gibt da tatsächlich Innenleben. Ne? Also klar, das ist nur eine Blende, aber in der Blende, wenn ich tief genug reinfasse, erreiche ich dann auch das Ofenrohr und auf beiden Seiten ist ein Auspuff verbaut. Also ist das hier zwar ein bisschen auf dicke Hose gemacht, aber durchaus berechtigt. Seit ich mit Ike drehe, habe ich eine ganze Menge gelernt, unter anderem, was eine Konfro ist. Habe ich vorher nicht gewusst, eine Konfro ist, wenn man irgendjemand erwischen will, der was gemacht hat, was nicht so in Ordnung ist, dann nimmst du das Mikrofon, die Kamera hinter dir her und fragst ihn, da ist das so? Und dann kann man auch gut mal rufen, schämst du dich gar nicht, schämen sie sich gar nicht. Ich komme nur drauf, weil ich ja weiß, dass mein Hemd total zerknittert ist. Aber ich habe die mega Ausrede und es ist wirklich die volle Wahrheit. Ich habe 7 Tage gedreht im Bilster Berg, hatte diverse Outfits, wenn man das bei mir so nennen will, mit. Und habe dann das, was ich heute anziehen wollte, einfach eingepackt. Und normalerweise hat man im Hotel ja mal ein Bügeleisen und so ein Bügelbrett, damit man nochmal schnell rübergehen kann. Ich heute Morgen also aufgestanden, die Sachen hatte ich zusammengeknüllt im kleinen Rucksack. Ne? Sehr komprimiert gepackt, total zusammengeknüllt. Pack also aus, will bügeln, kein Bügelbrett da. Bin ich die ganze Zeit also so rumgelaufen, damit das so ein bisschen unter Spannung kommt, das Hemd. Aber es ist trotzdem, also ich weiß, dass ich zerknittert aussehe. Wollte ich nur mal sagen. Jetzt steigen wir aber ein. Eine kleine Geschichte darf aber am Rande immer mal sein, weil ich ja weiß, ne? Nein, pass auf, die Leute, die das Hemd in den Altkleidercontainer da hinten geworfen haben, hat es vorher nicht gebügelt. So, reicht. Ich steige jetzt auf jeden Fall mal ein, denn ich will euch den Innenraum auch zeigen. Hier vom Volvo V90. Die Türen öffnen im 80-Grad-Winkel, lege ich mich mal fest. Wir haben hier eine schmucklose Volvo-Einstiegsleiste und eine wunderschöne Lederausstattung. Auch wenn ich die Farbe jetzt gar nicht so gut heißen mag. Ich steige jetzt mal hier ein, damit ihr das seht. Oh Gott.
Man unterstellt uns ja, dass wir, ich habe heute ein bisschen Redebedürfnis, dass wir uns blenden lassen von der Automobilindustrie, ne? Schöne Reisen, tolle Hotels und so weiter, alles Käse. Das Einzige, was sie für mich machen müssen, ist hier so ein Leder-Neuwagenspray durchjagen. Dann sitze ich im Auto und bin quasi wie benebelt und denke so, oh, ist ja toll. Oh, es riecht aber wirklich gut. Nee, ich sitze auch gut, einsteigen hat auch gut geklappt. Und an die Tür, da muss ich mich schon rauslehnen, wenn ich die wirklich ganz geöffnet habe, um sie schließen zu können. Herzlich willkommen im Innenraum jetzt hier. Ich bin immer noch ganz benebelt von dem guten Ledergeruch. Aber es hilft ja alles nichts. Wir müssen ja weiterkommen. Das ganze Interieur, natürlich erinnert es ganz stark an den XC90. Und wer den XC90 schon mal gefahren ist, findet sich auch recht schnell wieder zurecht hier. Aber auch das interessiert uns nicht. Oberflächen, ne? Materialien, das ist hier das Thema. Und hier das ganze Dashboard ist mit so einem Soft-Touch bezogen. Sitze ich auch nochmal hier runter. Dann gibt es hier diese Holzapplikation. Offenporiges Holz ist ja total im Kommen. Da hat man die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Applikationen hier, meine ich. Und hier unten das Handschuhfach ist auch nicht Hartplastik, sondern selbst das. Ja, ich sag nicht, dass es Soft Touch ist, aber so gummiert halt, ne? Und der Rest dann, feinstes Leder. Hier überall in der Mitte dann auch nochmal das Holz, auch in den Türen oben das Soft Touch wie hier auch. Dann die Holzapplikation und im unteren Teil Leder. Selbst die Türtasche hier ist innen noch mit Leder ausgekleidet und außen dann auch nochmal hier dieses Zeug wie da so ähnlich. Also es ist wirklich kaum Hartplastik hier zu erfühlen. Hier ist mal welches, da und da. Und selbst das ist dieses, ich nenne das mal hochwertiges Hartplastik. Ich weiß auch nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Gut, also von den ganzen Materialien, A-Säule, hart, aber mit Stoff bezogen, der Himmel dunkel, aber auch mit Stoff bezogen und schön unterschäumt. Von den Materialien her hat das durchaus Premium Appeal. Wenn jetzt das Dashboard noch optional mit Leder daherkommen würde, dann wäre Janni ganz glücklich. Aber auch so, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung, das passt schon mal. Gut, wenn ich mir jetzt mal das Platzangebot angucke, ich habe dir eben den Sitz nochmal verstellt, ganz nach unten. Dann habe ich hier nicht ganz eine Faust zwischen meinen, passt nicht ganz eine Faust zwischen meinen Kopf und den Dachhimmel. Zumal wir das Panoramaglasdach hier haben. Hier nach oben ist dann natürlich entsprechend Luft, aber wenn ich den Sitz mal hoch, also ich tue mal so, als wäre ich größer, ne? Das liegt mir ja gar nicht. Also wenn ich jetzt hier so sitze, dann wird das natürlich schon ganz schön eng zum Himmel halt, ne? Also für Leute, die gerne hoch sitzen, ich sitze ja gerne tief. Ja. Gut, zu den Seiten. Hier die Mittelarmlehne bietet genug Platz, dass der Beifahrer auch nochmal seinen Arm ablegen kann. Und auch hier zur Seite habe ich genug Platz. Die Scheibe steht relativ aufrecht, das ist gar nicht so weit runtergezogen, sodass die Anmutung jetzt gar nicht so großflächig ist. Aber letztendlich, wir sitzen in einem obere Mittelklasse-Fahrzeug und da hat man einfach den Platz. Ne? Also da redet man nicht drüber, man hat ihn einfach. Gut, dann ist es ja das neue Volvo-Design, hier alles total reduziert, auch was die ganzen Schaltflächen angeht. Das wird jetzt alles über das Display hier, hoppla, geht es direkt an, in der Mitte geregelt. Die ganze Heizung ist darüber abgefackelt. Man hat hier die Wahl zwischen 9 Zoll und einem 12 Zoll System. Ich würde fast sagen, das hier ist das 9 Zoll. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich kann es nicht nachmessen jetzt gerade. Wirkt auf den ersten Blick ein bisschen kleiner als das noch im XC90. Kann mich aber auch irren. Ja, also darüber ist eine ganze Menge zu erreichen. Unter anderem die ganze Klimatisierung. Da komme ich jetzt nicht dran, weil die Zündung nicht angeschlossen ist. Da unter dem Display habe ich dann quasi noch mal eine Leiste. Hier sind tatsächlich mal reale Knöpfe. Unter anderem Heckscheibe hinten und die Belüftung der oder das Defrosten der Frontscheibe. Ich gucke mal, Heizungsdrähte sehe ich da keine. Ich glaube also nicht, dass die hier bei uns beheizbar ist. Dazu noch so ein Jog-Shuttle für die Lautstärke und drei Knöpfe halt für das Infotainment-System nochmal selber. Am Lenkrad haben wir zwei Lenkstockschalter natürlich. Oh, nee, natürlich ist es auch nicht. Auf der rechten Seite der Scheibenwischer vorne und hinten. Auf der linken Seite kann ich das Licht anschalten, die Nebelschlussleuchten, das Nebellicht
die Nebelscheinwerfer aktivieren und habe auch noch einen Reset-Knopf. Und jetzt gucke ich mal hier, die Wippe ist halt für den Scheibenwischer hinten. Wir haben ein Multifunktionslenkrad und links neben dem Lenkrad der Knopf zum Öffnen der Heckklappe. In der Tür einmal die Memory-Funktion für die elektrisch verstellbaren Sitze, die Zentralverriegelung und dann hier unten die Spiegelverstellung und die elektrischen Fensterheber plus die Abschaltung. Ja, also alles sehr reduziert, aber wenn man Volvo mal gefahren ist, wenn man den neuen XC90 gefahren ist, dann kommt man hier auch ratzfatz zurecht und alles ist ordentlich und hat so seine Richtigkeit. Gut, das Display im Übrigen strahlt nach hinten weg. Ne? Nee, Moment, das ist sogar ein bisschen fahrerorientiert, sehe ich gerade. Ja, hier unten sieht man es. Also die Mitte fahrerorientiert. Super, das finde ich natürlich klasse. Okay. Damit habe ich alle drei Punkte erschlagen, die ich erstmal brauchte. Dann gucke ich mir mal die Gurte an. Erstmal, wir haben hier eine Gurthöhenverstellung. Und die Gurtlänge präsentiere ich euch natürlich auch gerne. Das sind ja hier amerikanische Verhältnisse. Sehr schön. Da haben wir also auch jede Menge Platz. Die Sitze sind elektrisch verstellbar. Ich kann die Sitzflächen erweitern. Damit fange ich mal an. Und was ist das hier? Warum geht das nicht hoch und runter? Ich verstehe es erstmal nicht. Dann kann ich die Sitze vor und runter stellen. Ah, ich kann den vorderen Knopf kann ich hier über das Display einmal nutzen, um die Seitenwangen enger zu stellen, um die Lordosestütze zu bedienen oder halt die Sitzfläche zu verstellen. Also ein Knopf, um sie alle zu knechten quasi. Dann das übliche Vor-Zurück-Spiel. Ich kann vorne den Sitz anheben oder ich kann ihn ganz hochfahren entsprechend. Und die Lehne kann ich natürlich auch verstellen. Jetzt muss ich einmal gucken. Die Kopfstützen sind aber integriert. Ne? Da kann ich nichts machen. Also zumindest ich kann da nichts machen. Ja, dazu gibt es auch noch eine Sitzheizung, hier dreistufig. Optional gibt es auch eine Klimatisierung, haben wir aber hier nicht verbaut, dann hätten wir perforierte Sitze. Die Sitze selber sind in Leder gehalten. Die Farbe ist vielleicht Geschmackssache, ich finde sie gar nicht so schlecht. Rein vom Sitzen fühlt er sich, sitzt sich schon sehr bequem an. Ich bin das Auto aber noch nicht wirklich viel gefahren. Darum bringe ich dann den Sitzkomfort und den Seitenhalt vor allen Dingen. Macht mir jetzt erstmal hier keinen guten Eindruck. Was den Seitenhalt angeht, das mache ich im Fahreindruck. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, das Lenkrad kann ich manuell verstellen. Das ist der Radius, den ich hier zur Verfügung habe. Und ist das beledert. Oh, ein kräftiges Lenkrad und ein Multifunktionslenkrad. Auf der linken Seite habe ich alles für den adaptiven Tempomaten und den Speedlimiter bzw. den Abstand des adaptiven Tempomaten. Auf der rechten Seite kann ich den Bordcomputer bedienen und teilweise auch das Infotainment-System und habe auch kann Spracherkennung machen. Ich muss mal vorsichtshalber doppelt gucken. Ich fahre Automatik, habe aber keine Schaltwippen hier verbaut am Lenkrad. Gut, Blick in die Spiegel. Der Spiegel ist sitzt erstmal auf der Tür. Das ist ja so der neue Stil. Also an der Tür, nicht im Dreiecksfenster, ist somit ein bisschen näher an mir dran. Ist aber großzügig gestaltet. Also ich habe eine Menge Spiegelfläche und kann sehr gut nach hinten sehen. Das gilt für beide Spiegel selbstverständlich. Im Innenraum habe ich einen rahmenlosen Spiegel und in dem sehe ich auch das komplette Fenster hinten, ohne dass ich was machen muss. Also ohne, dass ich den Kopf bewegen muss. Das finde ich auch sehr schön. Man hat also eine gute Sicht nach hinten über die ganzen Spiegel. Was den Schulterblick angeht, einmal hier über die linke Schulter, ja, B-Säule, alles andere als schlank. Dann die rechte Seite, A-Säule, erstaunlich schlank. B-Säule ist okay, C-Säule ist okay. Und die D-Säule ist gar nicht so breit, aber dadurch, dass die Kopfstütze hier nicht eingefahren ist, das könnte ich jetzt auch nochmal machen, die umklappen, erweitert die quasi die D-Säule nochmal ein Stück, sodass man da auf jeden Fall einen toten Winkel hat und immer brav in den Spiegel gucken soll. Optional gibt es auch hier bei diesem Fahrzeug eine 360-Grad-Kamera, wie auch eine Rückfahrkamera. 360-Grad-Kamera gelöst, Kamera hinten, Kamera vorne, Kamera unter den Spiegelkappen. Zusammen wird halt ein Bild errechnet,
was dann diese Aufsicht ergibt. Das kann ich euch auch gleich präsentieren, denn jetzt zeige ich erstmal das Cockpit. Dafür starte ich jetzt erstmal den Motor. Das kann ich aber einmal mitfilmen hier. Ne? Es gibt ja diesen schönen Startknopf, Fuß auf die Bremse und dann den Hebel halt nach rechts drehen. Und wenn ich das mache, startet hier einmal das Cockpit. Die Tür ist offen, ihr wisst warum. Da sitzt der Ike. Und das ist hier eine von vier Ansichten, die ich mir angucken kann. Ich werde einmal... hoppla, ja, sehr schön. Das einmal hier zeigen, wie ich das gestalten kann. Ich hole mir einmal die Optionen, gehe in die Einstellungen, Mica Displays, Fahrerdisplay Mittelkonsole. Da kann ich mir erstmal aussuchen, hier in der Mitte. Das ist aktuell gewesen die Navigationsanzeige. Ich kann auch sagen, das aktuelle Medium soll da angezeigt werden. Ich weiß gar nicht, was hier eingestellt ist. Dann kommt dann der Radiosender oder man sagt halt nichts anzeigen. Und wenn ich Navigation wähle, dann seht ihr selber, werden die Rundinstrumente ein bisschen kleiner. Ne? Das war die erste Geschichte hier, die drei Auswahlmöglichkeiten. Und dann habe ich verschiedene Themen. Glas, minimalistisch, Performance, Chromringe. Auch das schalten wir um. Das ist aktuell Glas. Das ist minimalistisch. Das ist Performance und das sind die Chromringe. Nochmal selber einmal schalten und gucken. Aber im Prinzip ändert sich ja wirklich nur der Rahmen und der Rest bleibt so stehen. Ich entscheide mich jetzt hier mal für Performance. Auf der rechten Seite in diesem großen Display habe ich den Tachometer. Der ist ausgewiesen bis 260 km/h. Der Wagen fährt 230. Ein bisschen Reserve haben wir noch. Ich finde es sehr angenehm, dass die digitale Geschwindigkeit auch nochmal groß da eingeblendet wird. Darunter halt das Tempolimit. Und ganz unten seht ihr den Tageskilometer und den Gesamtkilometerstand. Schwuppdiwupp, das ist es. Auf der anderen Seite sehen wir den Drehzahlmesser bis 8000 Umdrehungen ausgewiesen. Bei 6500 fängt der rote Bereich an. Im unteren Teil sehen wir die Tankanzeige mit dem aktuellen Verbrauch und der Restreichweite. Und in der Mitte dann das aktuelle Fahrprogramm. Wenn ich das jetzt mal in Drive stelle, dann ist halt das D groß. Und wenn ich dann rüber drücke auf manuell, kann ich hier quasi die Gänge durchschalten. Ah, einen zweiten kann ich auf jeden Fall schalten. So, packen wir das Auto wieder in Park. Und was habe ich noch? Also ich kann jetzt hier, indem ich einmal auf den Knopf drücke, nee, auf die Wippe, warum geht denn das jetzt nicht? Ich habe es mir da eben, ach so, extra noch angeguckt. Ach so, über diesen Schalter hier unten, stell dich scharf, komme ich in das Menü und kann jetzt hier quasi durchgehen, was mir angezeigt werden soll in der Leiste da unten. Also, ne, kann ich einfach nur durchscrollen. So, da hat man dann noch mehrere Möglichkeiten, hier irgendwelche Sachen auszuwählen. Und ich kann aber auch rüberwechseln und kann hier die Medien bedienen. Das Telefon ist nicht verbunden und die Navigation entsprechend starten oder ich lasse es halt. So, zack, ist es wieder weg. Ja, dann haben wir noch den oberen Bereich hier. Da ist einmal die aktuelle Uhrzeit und auch die aktuelle Außentemperatur. Meine Herren, 16 Grad. Bei mir waren es gestern nur 10. Ja. Gut, das zu dem Display hier. Und jetzt nochmal das Infotainment-System. Das ist im Prinzip so mit Kacheln aufgebaut. Das hier symbolisieren die Kacheln. Ich kann jetzt hier durch die unterschiedlichen Kacheln, dann klicke ich nochmal drauf, so sieht man es noch schöner. Das sind hier die Kacheln, gehe auf Navigation, gehe dann hier auf Bluetooth und wenn ich das, dann habe ich die Hauptkacheln wieder da. Ich kann aber auch zu beiden Seiten swipen im Prinzip. Hier habe ich jetzt nochmal die ganzen Assistenzsysteme, weitere Funktionen, unter anderem die Kamera und hier könnte ich jetzt auch sagen, klappt die Kopfstützen entsprechend um. Und kann das Head-Up-Display einstellen. Und unten sind dann nochmal weitere Assistenzsysteme bzw. Funktionen. Bevor ich das vergesse, das Head-Up-Display, das sitzt halt hier oben und zeigt mir hier nur aktuelle Geschwindigkeit und das Tempolimit an.
Ich kann da aber auch Navigationsanweisungen noch gezeigt bekommen. Warum verschwindet das denn? Ach so, weil ich den Winkel so blöd einstelle. Gut, also der Screen, wenn ich auf diese Seite wische hier nach, weiß ich nicht, dann kommen die ganzen Geschichten. Und hier habe ich dann nochmal weitere Geschichten, unter anderem Apple CarPlay. Das kostet dann allerdings extra und wird hier in so einem Reiter abgefrühstückt entsprechend. So, mal die Navigation, das kann ich dann auch maximieren, das macht ja auch Sinn, wenn ich halt navigieren will, will ich nur die Karte sehen. Ziel, das mache ich ja jetzt auch neu immer, ne? Ort eingeben, damit ihr mal seht, wie responsive das Ganze ist. Bielefeld, zack, da ist es. Straße eingeben, hängt so ein bisschen zwischendurch mal, ne? Aber das hier geht schnell. Wertherstraße, Hausnummer, was nehmen wir? 42, wie immer. Zack, habe ich. Und jetzt sage ich Navigation starten. Die Route starten. Wird berechnet. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Ja, das ist in Ordnung. Jetzt habe ich hier einmal die Ansicht und weil ich das ja vorhin eingestellt hatte, hier im zwischen den Rundinstrumenten auch nochmal. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht, sage ich mal, abbrechen. Okay, und das vielleicht auch schön, abbrechen sieht man sofort, erkennt man sofort, passt. Das Ganze wieder minimieren, dann komme ich in die Kachelansicht und kann mir jetzt hier die Medien zum Beispiel angucken. DAB kostet übrigens auch extra, ist hier definitiv nicht dabei, wie wir gerade sehen, ne? Oder? Ja. Kann hier unterschiedliche Sender einstellen. Kann die aber auch manuell anstellen, wenn ich möchte. Und Bibliothek ist wahrscheinlich ja hier, dass ich irgendwelche Sachen habe. Favoriten haben wir noch und Genres. Genre. So, schließen das Ganze. Mal sehen, letzte Quelle Bluetooth, also das haben wir eh nicht verbunden. Telefon läuft über Apple CarPlay. Und habe ich sonst noch was, was ich jetzt nicht gezeigt habe? Einmal gucken. Hier sind die unterschiedlichen Quellen, die ich anwählen kann. Klangerlebnis, wir haben ja hier, ne, Bowers & Wilkins, meine Marke im Prinzip. Ich habe hier unterschiedliche Einstellungen. Ich klicke das nur mal durch, wenn ihr es genauer sehen wollt. Ich glaube, im XC90 habe ich es noch genauer erklärt. Aber ihr könnt ja auch lesen, ne? So schnell klicke ich dann ja auch nicht. Gut, das war Klangerlebnis. Also hier haben wir Mitteilung nicht so interessant. Fahrerperformance nochmal. Ich stehe hier nur die ganze Zeit. Ich bin auch noch nicht wirklich gefahren, außer hier kurz hin. Also da gibt es nichts groß zu gucken. Und die restlichen Punkte sind auch nicht mehr so spannend. Habe ich hier noch was? Jetzt könnte ich nochmal in die Einstellungen gehen. Einfach um euch das zu zeigen. Das ist Klang wieder, das Klangerlebnis. Ne? Da waren wir eben schon. Huch. Ne, da oben war ich. Ja, manchmal erschließt sich das für mich hier noch nicht so ganz, wie ich da hin und weg komme. Der Ton, schließen. Ne, da wollte ich aber nicht hin. Ich hätte zurückgehen müssen, ne? Klangeinstellungen. So, Balance. Könnte ich jetzt nochmal einen Fahrersitz ausrichten, nur das zurücksetzen, so geht's. Und Lautstärken. Das finde ich, haben sie ganz schön gelöst, dass man hier für alle Signale irgendwie das einzeln mal eben regeln kann. Ja, auch schön. Zurück. Mein Car Displays hatte ich irgendwie einmal gezeigt. Zurück. IntelliSafe, das sind jetzt die ganzen Assistenzsysteme, die wir hier zur Verfügung haben. Unter anderem auch ein Tempomat, Temposchilderassistent, Blindspot, Spurassistenz. Da können wir sagen, Lenkung, beides oder nur Warnen, also Warnen oder Mitlenken, Klang oder Vibration. Und Road Sign Information finde ich auch gut. Warnung Tempolimit, das finde ich super. Habe ich mir gerade eingestellt, erst bei 15 km/h mehr. So soll das bitte sein. Und dann haben wir hier noch diverse Spiegeleinstellungen. Blablabla, bla, bla, Sitze, ja komm,
Also kauft euch das Auto, wenn ihr noch mehr rumspielen wollt. Ich will euch ja nur so einen kleinen Eindruck geben, was hier passiert, wie es geht. Die Klima, die sollten wir vielleicht dann doch nochmal machen. Also beziehungsweise die Klimaanzeige ist hier. Hier kann man im Prinzip alles einstellen. Ich kann mir hier auch die Sitzheizung aktivieren. Und hier mal eben irgendwie sagen, wie warm ich es denn haben möchte oder auch nicht. Das kann man alles schließen, dann ist es hier unten. Und wenn ich jetzt im Fahrbetrieb bin, egal was ich anhabe, das hört sich auch so komisch an, ne? Ach komm, weg damit, Navigation, so wollte ich das haben. Selbst wenn ich das maximiere, habe ich hier unten immer noch die Leiste und kann hier entsprechend die Sachen aktivieren oder abstellen. Gut, im Dunkeln bin ich nicht gefahren, im Hellen auch noch nicht, aber im XC90 ließ sich das beides hier sehr gut ablesen. Das kann ich festhalten. Ja, dann mache ich den Motor mal aus, für Mutter Natur natürlich. Zum Ambient Light kann ich euch nicht sagen, das liefere ich dann nach in dem Review zum S90. Der Warnblinkschalter, das ist ja auch nochmal interessant. Achso, nee, Panoramaglas da, hoppla. Entschuldigung. Wir haben ja also das Panoramaglasdach verbaut, auch das kostet extra. Ich kann es einmal abdunkeln, wenn die Zündung an ist vielleicht. Also ich habe hier eine Jalousie, die von ganz hinten dann entsprechend reinfährt. Und ich halte sie an und fahre sie auch wieder zurück. Und leider kann ich das Dach wirklich erst öffnen, oder? Muss ich einmal gucken. Ne, doch, das geht auch, wenn das noch nicht ganz hinten ist. Also ich kann es einmal anstellen, also hinten kippen. Also das geht jetzt aber wirklich nur, wenn das Ding ganz hinten hingefahren ist. Oder ich kann den vorderen Teil halt öffnen, dass ich hier so ein bisschen Frischluftgefühl habe. Aber doch, auch das Dach, das öffnet sich schon ziemlich weit. Ja. Gut, also Panoramadach auch check und last but not least, was fehlt noch? Hast du der Warnblinkschalter? Den würde ich ja hier erwarten, der würde eigentlich auch hervorragend hinpassen, sagt Volvo, aber nee, ich verstecke den hier unten. Position, naja, fragwürdig, wenn du weißt, wo er ist, geht's natürlich, kann man ja auch sagen, hier so, ne, auf dem Fingerzeig, könnte für mich noch ein bisschen größer und deutlicher sein, aber ich erwähne das ja im Prinzip nur, ich will es gar nicht bewerten. Zu guter Letzt, was fehlt uns noch? Der Hupencheck natürlich. Und so hört sich die Hupe an. Und ich sitze immer noch im V90. Was für ein Wunder, denn jetzt kommt der Ausfahrt-TV Innenraumcheck. Ich zeige euch die ganzen Ablagemöglichkeiten hier im neuen Volvo V90. Fange wie immer an mit den Türtaschen. Ich habe nur dieses halbe Liter Fläschchen bekommen. Aber immerhin ein Liter gleich 10 Liter sauberes Wasser für die Kinder in Äthiopien. Das finde ich gut. Oh, Ike hat sogar noch eine Literflasche hier am Start. Sehr gut. Allerdings Glas, macht aber nichts. Naja. Also, naja, sag ich mal. Wahrscheinlich so eine Plastik-PET-Flasche passt da besser hin. Ich lege die einfach mal zur Seite. Dieser kleine halbe Liter verliert sich hier für schöner drin. Das geht auf jeden Fall. Aber auch so eine 0,75 Glasflasche geht. Wobei man die ja nicht mit ins Auto nehmen sollte. Aber ich hatte nichts anderes. Ne? Ich hatte so einen Durst gestern Abend. Okay, und dahinter ist dann natürlich auch noch mal eine ganze Menge Platz. Also einiges an Platz vorhanden. Links neben dem Lenkrad habe ich ein kleines Ablagefach. Das geht ziemlich weit rein. Kann ich also zumindest meine ganze Faust drin unterbringen. Die fette Faust. Gab es mal einen Quake-Clan? Jetzt muss ich Andi erklären. Weißt du, was Quake ist, Ike? Ah, sie ist ein 3D-Shooter. Wisst ihr, was Quake ist? Hat irgendjemand von euch noch Quake gespielt? Wie viele Zuschauer in meiner Altersklasse habe ich überhaupt? Keine Ahnung. Wer von euch war mal im Quake-Clan? Quake 1 hier, ne? Nicht Quake 2, 3. Hast du nicht interessiert mehr? Quake 1. Wer kennt noch die fette Faust? Gut. Ja, okay, weiter geht's mit dem Ablagencheck. Hier diese schönen Holzapplikationen kann man wegschieben. Einmal nach hinten und einmal nach vorne. Vorne haben wir so eine kleine Ablagefach. Ach so, habe ich gar nicht erwähnt. Entschuldige, nochmal zurück in die Türtaschen. Unten rutschfest ausgekleidet. An der Seite zur Tür hin, hatte ich schon gesagt, ist Leder noch. Und auf der anderen Seite ist auch nicht wirklich hartes Plastik nur. Also hier kann man auch mal was reinlegen, ohne dass es so hin und her klimpert. Also wieder zurück, hier auch so eine rutschfeste Unterlage, kann man auch mal rausnehmen. Das ist ja immer wichtig für die Leute, die wirklich gerne samstags im Feinrep putzen gehen. Ne?
Sollte ich nicht sagen, sowas, ne? Gut, dahinter habe ich, also das kann ich auch wieder hier zumachen mit der Jalousie. Dann habe ich hier einmal 12-Volt-Anschluss. Dahinter nochmal so ein Ablagefach. Weiß der Geier, was da rein soll oder passt. Also für die Flasche ist es nicht wirklich gedacht. Dann habe ich hier zwei Getränkehalter, wo diese halbe Liter Flasche leidlich reinpasst, also nicht wirklich gehalten wird, aber sie kippelt halt auch nicht raus. Jetzt probiere ich mal die große Glasflasche. In den hinteren passt die und vorderen auch. Gut, also wir haben hier Abstandshalter, 4 Stück an der Zahl für jeden Slot. Das ist schon mal eine feine Sache, das funktioniert. Und wenn ich das nicht haben möchte oder möchte, dass es schön ordentlich aussieht, dann kann ich es halt wieder zuschieben. Hinter dem Gangwallhebel nur ganz kurz, Start, Stopp, das habe ich gezeigt. Drive-Mode-Schalter und die Feststellbremse bzw. die Anfahrhilfe. Die Armlehne, die kann ich auch nochmal hochklappen. Auch ziemlich weit nach hinten. Hier lädt gerade seit einiger Zeit mein iPhone. Und hier habe ich 2 USB-Anschlüsse, einen AUX-In-Anschluss und sogar noch einen CD-Slot, wo ich die CD so reinstecke. Und ich frage mich immer, ey, funktioniert das wirklich? Weil ich bin mal ein Citroen CX gefahren und habe mein gutes Bäckerradio. Da musste ich auch so hochkant einbauen. Und nach ein paar Mal wollte die CD dann nicht mehr. Fand er nicht so gut. Ja, Geschichten aus meiner Jugend, interessiert auch keinen. Ne? Hier im Fußraum der Beifahrerseite habe ich so ein kleines Gepäcknetz. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel die Flasche reinklemmen. Naja, geht so. Dann das Handschuhfach lässt sich klimatisieren, zumindest kühlen. Sagen wir es mal so. Im oberen Bereich ist ein Slot für das Bordmaterial. Oh, was ist das denn? Oh ja, feines Volvo-Mikrotuch. Ach, für den Screen natürlich. Das macht natürlich Sinn. Aber wirklich viel Bordmaterial ist das hier nicht. Dazu noch eine Warnweste, passt auch einiges rein. Unter anderem können wir das hier reinfeuern. Und jetzt, Eik, nur mal als Frage ganz kurz. Wenn ich dir das hier in die Kamera halte, kannst du das einfangen oder... Können die eh nicht lesen. Ich habe es fotografiert. Wenn ich dran denke, lege ich die Bilder drüber. Das ist die Aufpreisliste und der finale Preis hier von unserem Fahrzeug. Für diejenigen, die es konkreter interessiert, könnt ihr euch dann angucken. Darum rede ich so ein bisschen, weil ihr müsst das ja auch lesen. Ne? Gut, machen wir weiter. Habe ich. In den Sonnenblenden verbirgen sich in beiden Seiten Make-up-Spiegel, die jeweils von einer Seite beleuchtet sind. Und in beiden Seiten haben wir daneben noch so einen Clip, so einen Tickethalter. Es gibt Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer. Und ich mag nicht wirklich glauben, dass diese beiden Lichter die komplette Einstiegsbeleuchtung hier vorne sind. Aber es sieht schon so aus. Gut, dann in der Mitte hier nochmal ne, für das Schiebedach. Und dann gibt es noch einen On-Call-Button und einen SOS-Button. Und damit bin ich durch mit dem Innenraumcheck und den ganzen Ablagemöglichkeiten hier im Volvo V90 in der ersten Sitzreihe. Ja, wir bewegen uns im Segment der oberen Mittelklasse. Es sollte also auch hinten massig Platz sein. Ich prüfe das natürlich für euch und stelle euch auch die Ausstattung vor. Erstmal einsteigen, damit ihr seht, wie das so aussieht. Wenn der dicke Jan sich in das Auto fallen lässt, geht gut, aber ich merke sofort, dass ich echt mit dem Kopf ziemlich weit hinten sitze. Ich sehe die Kamera nicht mehr und ich bin da so Kamerageil, ne? Da bin ich ja ständig im On. Hallo, aber das ist auch wieder cool, weil Eike, schließ mal die Tür, das geht einfach. Ich kann jetzt hier nämlich so Promi-mäßig winken. Ne? Ja, das Platzangebot hier hinten ist wirklich üppig. Also guckt euch das mal an, was ich an Beifreiheit habe. Ich kann hier hinten wirklich Tanzschritte machen. Dafür die Füße aber leider nicht unter den Fahrersitz schieben. Also ich fahre den Fahrersitz ja immer ganz runter. Der ist auf mich eingestellt, 1,80 Meter bin ich groß. Die Füße kriege ich nicht unter den Fahrersitz, wenn der ganz unten steht. Aber sonst Beinfreiheit, die ist natürlich super und die Kopffreiheit ist genauso wie vorne. Also ich kann es so gerade eben eine Faust zwischen meinen Kopf eigentlich nicht so wirklich. Und die Decke, also hier den Dachholm noch kriegen, aber die schuppert dann halt so. Trotzdem, dadurch, dass ich hier das Glasdach habe, wenn das offen ist, habe ich natürlich hier nach oben hin jede Menge Luft. Und ich habe das Gefühl, ich sitze einen Hauch höher als vorne, sodass ich so ein bisschen besser nach draußen gucken kann. Seitenhalt in den Sitzen ist so ein bisschen da.
Aber die sind auf jeden Fall sehr bequem, die Sitze. Also das kann man nicht anders sagen. Und das Material auch hier hinten, das Leder genau das gleiche wie vorne. Oben auch wieder Softtouch in den Türen. Also das ist eine Kopie quasi der vorderen Tür. Keine Einbußen hier. Es gibt ja immer Hersteller, die hinten da nicht ganz so viel Ausstattung mitgeben wie vorne. Durch das Panoramaglasdach kann ich schön nach oben sehen. Da oben kreist ein Raubvogel. Sehr schön. Und nö, das ist alles hier sehr, sehr anständig. Gut, was ich einmal mache, ich rutsche mal einmal in die Mitte, weil mich das ja immer interessiert, gerade bei der Fahrzeuggröße. Oh, ist kalt. Rückenteil ist sehr hart im Vergleich zu den äußeren Sitzen und das Sitzteil ist okay. Ich merke aber schon, dass ich mit meinen Oberschenkeln hier lustig über die Sitzflächen der äußeren Sitze komme, wobei ich denke, dass drei Personen meiner Größe hier durchaus sitzen könnten, ohne jetzt zu kuschelig zu werden. Geht schon. Ja, müsste ich auch nochmal hinkriegen, ne? Klon. Dreimal Jan, um das auszuprobieren. Ah, hier ist jetzt ein bisschen wärmer. Gut, zur Ausstattung. Nee, machen wir erst die Kinder. Elektrische Fensterheber haben wir. Die Fenster lassen sich aber nicht vollständig versenken. Das gäbe zumindest bei meinen Kindern Abzüge in der B-Note. Scheiben leicht getönt, würde ich sagen. Nee. Aber einen ganz tollen Einklemmschutz. Also ich spüre kaum, dass das Glas meine Haut berührt. Und dann fährt es auch schon wieder runter. Isofix-Halterung hier hinter so Plastikdingern. Aber die klappen schön nach oben weg, sodass sie dann auch nicht verloren gehen. Und ja, das ist ganz praktisch gemacht. Bei den äußeren beiden Sitzen allerdings nur. Und die Gurtlänge hier hinten, ich vermute mal, die ist auch schön lang. Ja, nicht so lang wie vorne, aber immerhin soll es auch keine Probleme mit den Kindersitzen und Babyschalen geben. Ja, das waren die Kinder. Nee, Leseleuchten, das gehört ja auch nochmal zu der Kindergeschichte. Zumindest außen, wir haben ja hier das Panorama, da Glasdach, darum sind die Leseleuchten hier außen angebracht. Kann ich jetzt nicht wirklich was sehen, aber das sieht schon ganz gut aus. Haben wir links und rechts entsprechend angebracht. Und wo ich gerade hier oben bin, das ist zum Einhängen des Gepäcknetzes. Das zeige ich gleich im Kofferraum nochmal. Hier haben wir Haltegriffe mit so einem Kleiderhaken. Ein zweiter Kleiderhaken ist auch noch hier vorne. Und in der B-Säule haben wir auch nochmal einen Luftausströmer. Also Luxus, Luxus. Nicht nur hier, sondern auch nochmal in der Mitte. Jetzt gehe ich aber in die Türtasche. Da passt meine halbe Liter Flasche locker rein. Da ist auch so ein Stellplatz für vorgesehen. Und dahinter ist noch ein bisschen Platz für andere Geschichten. Die Rücken der Vordersitze sind mit harten Plastik versehen, dass die Rücken, also dass man da nicht reintritt oder so. Gerade wenn man kleine Kinder hat, ne? Hier mit Kindersitzen, bum, 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 ist das natürlich ganz angenehm. Die Mütter und Väter unter euch wissen Bescheid. Alle anderen gucken jetzt, was willst du denn? Ja, das Netz ist jetzt hier nicht gerade besonders flexibel, aber da kann man auf jeden Fall irgendwas reinstecken. Hier in der Mittelkonsole habe ich dann dieses Bedienteil für die dritte Klimazone, also die hintere Klimazone. Auch nochmal zwei Luftausströmer und auch ein 12-Volt-Anschluss. Also wenigstens einmal Strom haben wir auch hier hinten. Habe ich alles. Dann geht es hier weiter. Die Mittelarmlehne und diesmal richtig dekadent fett, wenn hier nur zwei Leute sitzen. Sage ich mal so, kann man sagen. Ne? Mittelarmlehne fett, geht das eigentlich? Ja, ne? War aber kein überzeugendes Jahr. Ah, jetzt lachst du. Gut, hier hinten ist ein Staufach, das ist allerdings alles Hartplastik und hier ist dann auch nochmal so ein Ablagefach. Hier vorne kann ich reindrücken, da habe ich dann zwei Getränkehalter und die haben so Gummilippen quasi als Abstandshalter. Naja, sage ich mal, ne? Ja, geht, nein, komm, schöne Lederausstattung. Oh, super, super Getränkehalter. Nee, ich finde das prinzipiell nicht ganz so gut, aber würde mir auch nichts ausmachen, weil ich habe ja auch die Möglichkeit, da was reinzustellen. Dazu gibt es eine Durchlade zum Gepäckraum. Die ist aber tricky, weil man die nur aus dem Gepäckraum auch öffnen kann. Habe ich eben mal gemacht, damit ich das hier auch filmen kann und einmal zeigen kann. Finde ich aber so ein bisschen befremdlich. Fände ich persönlich schöner, wenn man die auch von hier aus öffnen könnte. Ne? So tricky, tricky einmal in den Kofferraum greifen, was rausholen. Naja, kann ich alles haben. Muss ich einmal gucken, habe ich irgendwas vergessen? Ich würde sagen, nein, den Gurt hier kann ich vielleicht noch ein bisschen rausziehen. Oh, riecht das gut. Das Bedienfeld ist auch
Ja, aber achso, habe ich nicht gesagt, ne? Probier mal, das geht cool. Ja, kann ich aber nicht, weil der Motor nicht läuft. Ja, kann ich trotzdem nicht bedienen. Muss ich den Motor für anmachen. Zündung habe ich an. Das Bedienfeld hier hinten weist mich all gerade darauf hin. Ist cool, weil es auch so ein Touch-Display ist. Ja, glaube ich, aber ich habe den Motor jetzt nicht laufen und kann hier jetzt gerade nicht anmachen. Der kannst du auch nicht anmachen, Eik, weil du einen Fuß auf die Bremse setzen musst. Ja, das ist Ausfahrt TV Live. Ne? Wir machen ja hier keine halben Sachen. Ah, alles klar. Jetzt läuft der. Und hier kann ich dann entsprechend die Temperatur einstellen. Und das ist wirklich cool, hat Eik recht. Ich habe nicht nur eine Klimazone, drei Klimazonen, sondern vier. Ich kann hier also die Temperatur, gut, dass wir es angemacht haben, nochmal pro Sitzplatz hinten einstellen. Also zumindest für die beiden äußeren Sitze. Ja, die Sektion ist mit Kofferraum überschrieben. Was gucken wir uns da an, den Kofferraum? Und neulich fragte jemand, sag mal, den Schlüssel, warum zeigst du den in meinem Kofferraum? Weil ich es kann. Ganz einfach. Das ist der Volvo-Schlüssel. Und um den Volvo-Schlüssel zu verstehen, muss mir der Eik einmal folgen. Und das ist ja das Schöne, wenn ich den Eik habe. Guck mal, Eik, ich lege mal den Schlüssel hier eben auf die Rücksitzbank. Eik, such doch mal den Schlüssel auf der Rücksitzbank, bitte. Findest du den? Also haben sie doch schön gemacht, ne? Also das kann man wirklich mal sagen. Auf dem Schlüssel... Der gleiche Lederbezug, leider nicht so geruchsintensiv wie auch im Auto, auf der Vorderseite, sage ich mal. Ne? Das Volvo-Logo, denn auf der Rückseite ist gar nichts. Und um jetzt das Auto zu öffnen, muss man zweimal über das Logo reiben. Und das ist so ein Annäherungssensor. Nein, ich mache nur Witze. Die Schaltflächen sind hier an den Seiten. Soll ich ruhig halten? Das liegt mir nicht so. Gut, da haben wir drei Schaltflächen, muss selber einmal gucken, verriegeln, entriegeln und Kofferraum öffnen. Und hier haben wir dann nochmal so einen Panic-Button, den ich aber nicht drücke, weil das Auto dann vermutlich ganz laut hupt. Gut, also ich sehe schon mal, hier habe ich eine Taste, um den Kofferraum zu öffnen. Nur mal so aus Interesse. Ich habe nicht den Knopf gedrückt, es gibt hier eine Wischfunktion. Also Schlüssel nochmal hier. Ja. Läuft, ne? Und habt ihr gemerkt, wie schnell das geht? Eigentlich, du kennst das gar nicht, weil ich habe die ersten Autos mit diesen Wischfunktionen, ne? Stand ich hier mal, na, Kalinka, Kalinka, nichts ist passiert. Oder auch mal der sterbende Schwan war ganz gut. Aber hier Volvo finde ich extrem gut, geht auf Anhieb. Also, ich habe die Möglichkeit, hier über den Schlüssel den Kofferraum zu öffnen. Ich kann den Schlüssel auch, was ich jetzt auch mache, hier bequem in meine Hosentasche stecken und einfach mit der Wischfunktion arbeiten. Oder ich drücke halt den Knopf vorne im Auto, um den Kofferraum entsprechend zu öffnen. Ja, wir haben ein bisschen Gepäck dabei, weil wir gar nicht nur hier sind, sondern es geht gleich weiter. Ich verpflichte Eik jetzt quasi auch zum Zigeunerleben, was ich ja jetzt seit nunmehr 3 Jahren führe. Eik hat mittlerweile seinen halben Haushalt in 2 Koffern untergebracht. Das ist nur Eiks Kram hier. Ist das zu persönlich, Eik? Nee, ist okay. Ist das jetzt schlecht über dich geredet? Auch nicht, ne? Nein. Gut. Und das Stativ ist von Dean, ne? Ja, weil Dean ist auch dabei, aber der darf nicht ins Bild, weil das ist Ausfahrt-TV, ne? Nicht hier Autobild oder Motorvision oder so. Gut, dann würde ich sagen, ich schmeiße mal die Sony an und wir gucken uns gemeinsam den Kofferraum an. So sieht der leere Kofferraum aus. 560 Liter stehen uns hier zur Verfügung. Und ja, gucken wir mal. Also Volvo üblich haben wir ja hier dieses Trennding, ne? Den Raumtrenner. So kenne ich das. Oh, wir haben nur ein Zimmer, machen wir einen Raumtrenner rein. Und daran sind dann auch nochmal so Gummibänder, wo man irgendwas dran klipsen kann. Das Ganze kann man aber auch hochheben. Und guckt euch das mal an. Ist das hier schick mit diesen, wie heißen die denn nochmal? Sag mal, Eik, weißt du, wie die heißt? Habe ich dich neu auch mal gefragt. Ne? Diese Hebedinger. Ich komme immer nicht auf das Wort. Aber wie geht's denn jetzt weiter hier? Es muss da noch höher. Ach da. Und hier kann ich die Pappe nochmal hochheben und dann haben wir hier das Reserverad mit dem ganzen Bordwerkzeug. Und ich muss mal ganz kurz gucken, hier steht ja immer drauf, was man damit fahren darf. 125, 80, R18 sind das.
Ja, ich sehe aber nicht, ob das irgendwie limitiert ist in der Geschwindigkeit. Würde ich fast sagen, kein Notrad. Und was das ist, weiß ich auch nicht. Na ja, dann hätte sich mal besser vorbereiten können. Na gut, Klappe machen wir wieder runter, brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann haben wir hier wirklich nette Zurösen, würde ich fast sagen Designer-Zurösen. Eine hier, eine da und der Rest ist dann hier und da verbaut. Was ich ein bisschen nervig finde, ist diese Klappe. Also der Schutz, der ist ja elektrisch, fährt also hier elektrisch hoch dann auch, aber mir ist der im Weg. Weil guck mal, wenn ich jetzt hier so auf den Kofferraum zukomme, und will hier hinten was aufladen, komme ich da nicht dran. Aber gut, das bin wahrscheinlich wieder nur ich und alle anderen sagen, was willst du denn? Dann haben wir hier Gepäckhaken auf der linken Seite, zwei Stück. Und eine LED-Kofferraumbeleuchtung. Die haben wir auch auf der rechten Seite, wie auch die Kleiderhaken. Und hier dann nochmal 12 Volt mit 120 Watt maximal zu belasten. Ja, jetzt wird spannend. Vielleicht oben nochmal, das mag ich auch immer, wenn die in den Griff hier so einen Kleiderhaken machen. Dass man das Sakko quasi aufhängen kann, bevor man sich anstrengt. Und hier die Knöpfe und da sogar noch eine dritte Kofferraumbeleuchtung. Ja, und hier sieht man die Dinger, damit ich die normalen Leuchtmittel auswechseln kann, nehme ich mal an. Oder ist das Warndreieck? Oder um halt das Warndreieck da rauszuholen. Ne? Also kann man natürlich auch machen, das Warndreieck. Okay, jetzt ziehe ich mal das einfach hier weg. Das geht auch, auch wenn es elektrisch ist. Und das ist jetzt immer so eine Sache. Jan, hättest du ja mal vorher ausprobieren können. Ja, muss ich aber nicht. Bin ja hier Fachjournalist quasi. Muss man den Hebel einfach zur Seite schieben. Und hat jetzt hier so ein Ding, was man ausbaut. Und dann hat man noch so ein Ding und das ist natürlich einmal dafür da, das wollt ihr jetzt auch mal sehen, habe ich verstanden, kann ich quasi das Gepäcknetz da einhängen, da oben. Ich weiß gar nicht, wo ich die Kamera. Also hier so ein Gepäcknetz, baue ich aber natürlich auch aus. Geht auch einfach, weil ich es kann, dachte ich, aber dafür muss ich erstmal die Sitze umlegen. Und jetzt wollte ich gerade sagen, ey, die Sitze umlegen, seid ihr irre, ich komme da kaum ran, aber tada! Wumms, da fällt's. Und hier den zweiten auf Knopfdruck. Ja, so mag ich das natürlich hier. Ne? Und dann kann ich das Ding auch ganz locker rausnehmen, leg das aber erstmal hier rein, weil ich denke, dass ich das da vorne auch gleich nochmal anbauen kann. Mein Maßband hattet ihr auch gesehen. Ich habe ein neues, habe ich mir gekauft. Zwei Stück, eins hat Ike und eins habe ich jetzt, damit wir immer eins dabei haben. Die Ladekantenhöhe hier 63 cm, also angenehm tief. Und die Höhe haben wir auch nochmal 2 Meter. Also ich würde schon 2,15 sagen. Ne? Passt das für dich, Ike? Du siehst da mehr. Das sind 2,15. Ja, Ike sagt ja. Also 2,15. Und wo ich gerade dabei bin, angehalten, Dauer gedrückt, zweimal gepiept, nehme ich also mal an, dass die jetzt immer auf der Höhe, achso. Ja, ne, passt. Also programmierbare Klappe haben wir hier auch. Und nein, hat Volvo nicht erfunden und ja, gibt es in jedem Auto mittlerweile, aber ist ja immer, man muss es ja mal testen. Gut, dann können wir eigentlich voll dynamisch heute mal machen. Ne? Ich messe das Ganze natürlich aus. Ein One-Taker. Ha, bin begeistert. Das lege ich jetzt trotzdem nochmal hier hin, bin aber schlecht vorbereitet, weil eigentlich müsste ich den Beifahrersitz nochmal ganz nach vorne fahren. Ne? Mache ich auch. Könnt ihr mal sehen, wie lange es dauert, zum Beifahrersitz ganz nach vorne zu fahren. Der ist ja elektrisch. Ja, ich frage mich ja, vielleicht hier irgendwelche Elektronik-Spezialisten dabei, kann man solche Elektromotoren eigentlich tunen? Also jetzt mal ganz im Ernst, ich kaufe mir jetzt hier irgendein Auto, ne? Egal was für eins, gebraucht, und kann man die Elektromotoren tunen? Das ist mal die Frage an euch hier, die Experten da draußen. So, jetzt habe ich ihn ganz nach vorne gestellt. Stell diese Hälfte natürlich noch mal brav aus. Das hier mal schön zur Seite. Und jetzt
Messen, ne? Da legen wir an und haben jetzt hier bis zur oberen Kante 1,05 Meter schon. Krass. Und bis zur unteren Kante 1,17 Meter. Wenn ich das Ganze jetzt hier die Kopfstützen, wenn ich das umlege, das, sieht man das? Eigentlich klappen die dann weg. Ja, oder auch nicht. Gut, und jetzt den Beifahrersitz habe ich ja eben extra nochmal ganz nach vorne gefahren. Da kann ich jetzt Gegenstände einladen bis zu einer Länge von, haltet euch fest, 2 Meter. Nee, ich lüge. 2,20 Meter. 2,20 Meter. Jetzt ist die Frage, wie breit ist der Wagen? Muss er hier irgendwie unten messen? Wie mache ich denn das? Oh, danke euch. Also hier steigt das so langsam an. Ich mache trotzdem mal da. Ne? So außen haben wir 1,09 Meter zur Verfügung. Also eine Matratze, 2,20 mal 90, passt hier rein, könnt ihr schön campen gehen. Ne? Müsst ihr bloß überlegen, was er hier macht. Aber das geht schon mal. So, jetzt Höhe zum Sichtschutz. Der würde da ungefähr sein, 39 cm. Höhe zur Decke, 70 cm. Und warum ich dieses Ding hier die ganze Zeit rumschiebe, ist auch klar. Ne? Das kann man nämlich hier einhaken, wenn man denn möchte. Und dann zieht man das Ding halt raus und kann das hier oben einhängen, was ich jetzt nicht mache, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber so könnt ihr natürlich schön die Ladung sichern und müsst keine Angst haben, boah, dass es dann irgendwie ja, da abdingst. Mal gucken. Mit Garantie habe ich das jetzt falsch rum. Ich muss das nach hinten zeigen. Ja, ist doch auch mal schön, das alles live jetzt mitzuerleben. Nö, geht auch nicht. Ich glaube, das schneide ich doch raus. Was meinst du, Eik? Nö. Hältst aber schön drauf, ne? Komm, mach mal eine Konfro. Schämst du dich gar nicht? Oh, ich will ja nichts kaputt machen. Ah, ja, geht. Habe ich natürlich ganz einfach nur für die Spannung halt. So. Und jetzt machen wir einen Schnitt. Ja, wenn ich die Rücksitzbänke umgeklappt habe, alles entfernt habe, habe ich ein Ladevolumen von 1526 Liter hier zur Verfügung, gemessen dann natürlich bis zur Decke. Ich darf insgesamt 470 Kilo zuladen, davon 100 Kilo aufs Dach. Optional bieten sie auch eine Anhängerkupplung an mit einer Stützlast von 110 Kilogramm. Damit darf man einen Hänger bis zum Gesamtgewicht von 2,2 Tonnen ziehen, wenn der Hänger dann eine eigene Bremse hat. Sonst ist man limitiert auf die üblichen 750 Kilogramm. Ich habe verschiedene Fahrmodi. So fange ich mal meinen Fahreindruck hier heute an in der Umgebung von Oberursel, wo alles ziemlich pickepacke voll zu sein scheint. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Zeit, muss mich also sputen. Fahreindruck wird generell sehr kurz. Ich habe unterschiedliche Fahrmodi, Eco, Komfort, Dynamik. Die verändern Lenkverhalten und Gasannahme auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das Adaptive, also die Luftfederung hinten haben und ob das Fahrwerk adaptiv ist. Aber das kann ich natürlich auch nachgucken, ganz einfach. Es gibt nämlich auch ein Individualfahrprogramm. Aus diesen Dialogen komme ich eigentlich immer hier über die Taste raus. Hier jetzt nicht. Also, Systemeinsteuerung, Maika. Tja. Irgendwo hier hatte ich das gesehen. Individueller Fahrmodus, da ist es auch schon. Also, Fahrerdisplay, Lenkkraft kann ich verstellen, Antriebsstrang, Bremscharakteristik und Aufhängerungssteuerung. Also das Fahrwerk wohl schon, das kann ich dann wohl auch adaptiv verstellen. Somit habe ich die Modi um meinen Fahrkomfort, also zwischen sportlich
und komfortabel zu wählen. Ich habe die beiden Programme mal ausgewählt. Vom Fahrwerk habe ich mir eingebildet, aber ich habe es ja ganz gerne mal schwarz auf weiß, dass es schon ein Unterschied ist. Komfort ist ein bisschen komfortabler als jetzt in Dynamik. Bei Dynamik merkt man, schaltet da in der Regel gleich wieder einen Gang zurück und die Gasannahme klappt ein bisschen einfacher. Zudem ist der Motorsound meines Erachtens auch ein bisschen aggressiver, aber es kann auch sein, dass das es nur ist, weil dann die Drehzahl so hoch schnellt, weil das ist jetzt Komfort im Gegenteil dazu. Also so für mich hört sich das so an, als hätte ich noch ein bisschen mehr Motorsound. Die Lenkung wird auch beeinflusst. Da kann ich sagen, ich habe eine relativ direkte Lenkung, ne? Also man merkt das hier, zack, zack, jetzt fahre ich noch in Eco. Und wenn ich jetzt in Dynamik wechsle, fühlt sich das nochmal ein Tucken sportlicher und direkter an. Also finde ich durchaus in Ordnung. Ungewohnt ist, dass ich keine Schaltwippen habe. Nicht, dass ich persönlich sie nutzen würde, aber sie sind halt nicht da. Na gut, muss man auch nicht haben. Dafür könnte ich den Knopf hier zur Seite schieben, den Fahrerlebnisschalter, sondern den Schaltknopf und hier halt manuell schalten. Macht mir auch den Eindruck, als würde das mit einer ganz leichten Latenz auch dann umgesetzt werden. Gut, Lenkung habe ich. Die Bremse lässt sich von Anfang an fein dosieren. Das passt also auch. Aber ich kann das nicht haben. Also, wenn wir gleich wieder in Komfort gehen, wenn er so hoch dreht, wird er automatisch so laut halt. Ne? Also Bremsleistung auch prima, lässt sich auch fein dosieren, ist überhaupt kein Problem. Und das Fahrwerk im Komfort, das habe ich keinen Vergleich. Das ist ja immer das Problem, wenn ich irgendwo halt fahre. Ne? Man hat keinen direkten Vergleich zu dem, was man sonst so macht. Und ich würde mal sagen, das schluckt schon einiges, das Fahrwerk. Und fühlt sich eigentlich auch recht komfortabel an. Beim Sport wird es dann halt ein bisschen härter. Ja, jetzt kann ich hier mal wenden auf der Straße. Ups, ne, doch da. Den Rückwärtsgang. Da ist mein Schatten. Meine Kollegen, die mir folgen, hier vielleicht auch nochmal die 360-Grad-Kamera. Habe ich in Deutsch gar nicht gezeigt, verdammt. Ne? Hier nochmal, also die vier Kameras, wenn man drauf tippt, sieht man die auch nochmal. Wenn ich die Hand unter die Spiegelklappe packe, dann verschwindet das Bild quasi. Und so kann ich aber ganz schön rangieren. Und jetzt mal hier Lenkeinschlag, ne? Eine ganze und dann nochmal eine halbe. Das ist das, was ich brauche. Gut. Ja, und jetzt bin ich hier auf der Autobahn, fahre 90. Natürlich hier alles voll, aber kein Tempolimit. Also ziehe ich mal raus und trete auch mal aufs Gas. Ja. Und das ist natürlich wieder so ein Kollege, wie man ihn braucht. Vor allen Dingen, wenn man hier was aufnehmen will. Ja, was ich vielleicht schon mal sagen kann, ich fahre einen Sport jetzt gerade. Windgeräusche, 120, halten sich im Rahmen, sage ich mal. Schauen wir mal vorwärts. 140, ist immer noch total leise im Auto. Das ist richtig angenehm. Ja, gut, viel mehr wird der Verkehr hier heute wahrscheinlich eh nicht zulassen. Und aber vielleicht können wir gleich doch noch mal so ein bisschen hier hochbeschleunigen, Geschwindigkeit machen. Fangen wir mal bei 95 an, trete voll aufs Gas, 100, 120, 130, 140, 150, 160 und wieder voll auf die Bremse. Also das geht sich ganz gut an. Bei dem Verkehr und hier rund um Frankfurt herum werde ich auch nicht zu viel mehr kommen, wenn wir mal ehrlich sein. Ne? Also das bringt es jetzt nicht so.
Ja, mein Fahreindruck ist begrenzt, weil ich bin das Auto nur wirklich wenig gefahren. Wie gesagt, ich bekomme den S90 demnächst nochmal als Testwagen. Da wird dann gerade der Fahreindruck auch ein bisschen ausführlicher werden. Müsst ihr euch noch bis Januar gedulden, es tut mir leid. Aber ich kann nicht hexen und ich kann mir auch keine Zeit aus den Rippen schneiden. So, jetzt nochmal hochbeschleunigt. Ich gehe jetzt in Dynamic, fange an bei 100 Vollgas. 120, 130, 40, 50, 160, 170 und im Unterschied zum Komfort hört er sich auch noch mal ein bisschen sportlicher an. Ich glaube, da haben sie künstlich nachgeholfen, aber also hier mit den 254 PS trotz fast 2 Tonnen Trockengewicht kommt der ganz gut aus den Hufen, also da kann man sich nicht beklagen. Gut, kommen wir mal zu den Assistenzsystemen. Er hat ja so einige an Bord, unter anderem auch einen Auffahrwarner, aber hier über die Wippe kann ich jetzt den Pilot Assist aktivieren. Einmal auf die Wippe, dann aktivieren. Jetzt hat er die Geschwindigkeit automatisch übernommen. Ich gehe mal ein bisschen höher auf 110. Und jetzt heißt es, ich kann teilautonom fahren bis zu einer Geschwindigkeit von 130. Das heißt also, Volvo hat nochmal den Lenkassistenten oder den Spurhalteassistenten deutlich verbessert. Beim XC90 war der ja noch eher suboptimal. Und ich hasse ja dieses Freihändigfahren. Ich tue mich da wirklich schwer mit. Aber ich lenke mal nur mal eben so ein bisschen gegen. Hier manuell, damit ihr seht, der zieht sich also immer wieder in die Fahrbahnmitte zurück und versucht die Fahrbahnmitte auch auszutanzen. Ich habe hier als Tempolimit oder als Geschwindigkeit 110 angegeben. Der Kollege vor mir fährt nur 95. Die Geschwindigkeit wird also auch entsprechend übernommen. Jetzt bremst er ab. Ich gehe ebenso. Das funktioniert schon mal ganz gut. Wenn ich jetzt das Lenkrad ein Weilchen nicht anfasse, dann kommt hier auch eine entsprechende Warnung, also zeigt mir sowohl im Head-Up-Display als auch unten im Cockpit an, grünes Lenkrad. Das heißt wohl so viel wie läuft. Und dann sagt er mir aber jetzt auch lenken und ich lenke jetzt aber mal nicht. Dann kommt nochmal ein Signalton, er sagt immer noch lenken. Einfach mal gucken, was so passiert und jetzt bricht er einfach ab. Also hat den Piloten rausgeschmissen und ich muss wieder manuell fahren. Das funktioniert ordentlich, genauso wie der Totwinkelwarner. Ich habe also im Spiegel so ein ganzes Leuchtband, was mir im Prinzip den Verkehr von hinten ankündigt. Da sieht man auch schön, dass der Verkehr halt von weit her erkannt wird und jetzt nicht erst aufblinkt, wenn das Auto tatsächlich erst in meinem toten Winkel sich befindet. Ja, da haben wir die wichtigsten Assistenten genannt. Er hat natürlich noch viele andere Sicherheitsfeatures, lasse ich jetzt weg. Das Head-Up-Display mag ich auch, funktioniert sehr ordentlich, stört auch nicht und ich kann es gut ablesen. Die Schrift ist klar und es scheint auch ordentlich zu funktionieren. Zum Bowers & Wilkins Soundsystem kann ich nichts sagen, weil ich einfach keine Zeit hatte, da mal reinzuhören und jetzt irgendwie nur 2 Minuten mal aufzudrehen. Das sagt einem nichts über das Soundsystem, also lasse ich das ganz weg und verweise dann auch auf den Januar. Was natürlich auch hier verbaut ist, ist eine Kamera, die brauche ich ja für alles Mögliche. Die erkennt natürlich auch Tempolimits und das hat hier auch ordentlich funktioniert, soweit ich das beurteilen kann. Kann ich vielleicht auch noch mal kurz einstreuen, wo es hier so schleppend vorangeht in Frankfurt. Natürlich ergeben der Spurhalteassistent und der adaptive Tempomat zusammen auch so einen Traffic Jam Assist, also einen Stauassistenten. Ja, ein Stauassistent heißt das, ne? Und das funktioniert, wie man hier leidlich sieht, sehr gut. Ja, soweit ich das auf diesen kurzen Fahrten jetzt überblicken konnte, lässt sich das Auto sehr schön handeln, aber man merkt halt schon das Gewicht. Also ich bin jetzt hier nicht mal groß schnelle Kurven gefahren, aber ja, so ein bisschen merken tust du es halt schon. Der Motor hört sich auch nicht wirklich geil an, ne? Also selbst wenn du Vollgas gibst, dann ist es mehr so ein Kreischen als ein Röhren. Aber gut, das ist halt, ne? 4 Zylinder, 2 Liter. Da darf man nicht allzu viel erwarten, gerade soundtechnisch.
Ja, was fehlt noch? Natürlich das Fazit. Und ihr habt gemerkt beim Fahreindruck, so richtig viel gefahren bin ich nicht und richtig erfahren konnte ich das Auto auch nicht. Immerhin gut genug für den ersten Fahreindruck, aber bei weitem nicht genug Strecke, um euch jetzt irgendwie einen Verbrauchswert zu nennen. Aber ich habe ja immer noch meine anderen drei Punkte, die ich immer nenne. Einmal Fahrspaß, 254 PS stehen 1,8 Tonnen Lebendgewicht oder Leergewicht für mir entgegen. Dafür ist der Wagen schon ganz flott unterwegs. Mit dem Frontantrieb läuft er auch ganz gut. Also ich fand das alles schon ganz in Ordnung, aber Fahrspaß, da hätte ich ganz gern, glaube ich, noch ein bisschen mehr Power, Kraft. Was den Komfort angeht, das Fahrwerk war in Ordnung, die Sitze mochte ich. Ich habe euch ja beim Innenraumcheck gesagt, ich sage euch was zu den Sitzen, wenn ich jetzt gefahren bin. Das bisschen, was ich gefahren bin, kann ich sagen, die Sitze sind bequem. Doch, also von daher, Komfort gibt es durchaus einen Daumen nach oben. Was das Platzangebot angeht, ich bin ein bisschen traurig, dass Volvo dieses Shoebox-Design aufgegeben hat, weil wir haben jetzt hinten am Kofferraum auch die Schräge. Früher, wenn man noch so an den 740 denkt oder den 850, die waren ja noch eckiger, haben noch ein bisschen mehr Kofferraum gehabt. Aber das ist jetzt schon wieder Jammern auf hohem Niveau. Man hat eine ganze Menge Platz, vor allen Dingen auf der Rücksitzbank. Da konnte ich ja tanzen hinten quasi. Das ist schon ganz ordentlich. Also wer einen großen Kombi sucht, der ist mit dem Volvo auf jeden Fall gut bedient. Ja, und das war's, ne? Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zu dem Auto, versuche ich sie gerne zu beantworten, wenn ihr sie in die Kommentare steckt, die Fragen. Und ich sage einfach Tschüss, bis dann, euer Jan.